Einen wunderschönen guten Abend hier am Anton-Günther-Saal der Stadt Gefa. Ich heiße Sie als Obermeister der Fresenia-Loge recht herzlich willkommen zu dem heutigen Abend. Freut uns sehr, dass wir den Anton-Günther-Saal auf dem Freitagabend zu so später Stunde, hätte ich fast gesagt, trotz Konkurrenzveranstaltungen in Gefa mit so vielen Gästen begrüßen dürfen. Eigentlich, denke ich, müsste ich Ihnen Gerd Postel gar nicht vorstellen, denn würden Sie ihn nicht kennen, aus Funk und Fernsehen wären Sie ja eigentlich nicht hier. Er ist Ihnen sicherlich in den letzten Jahren schon einige Male in den Medien über den Weg gelaufen. Aber dennoch einige Stichworte zu geben. Gerd Postel wurde 1958 in Bremen geboren, hat eine Ausbildung zum Postzusteller, die friesische Heißung Postbüdel, hinter sich gebracht, erfolgreich, um es dann mit gefälschten Schul- und Studienzeugnissen bis zum angesehenen Oberarzt in einer psychiatrischen Klinik zu bringen. Leitenden Oberarzt. Sie müssen mir nachher nochmal sagen, warum das Abiturzeugnis mit einer Durchschnittsnote von 2,5 gefälscht wurde. Das wäre noch. Weil das so der Hand zur Bescheidenheit. Ja. Er schrieb einige psychiatrische Gutachten, Geschworgerichte und bekam sogar eine Chefarztstelle eines Landeskrankenhauses angetragen. Das war eine Profession mit einer C4-Dotierung. C3. C3. Aber. Wieder bescheiden, das ist es wieder. Was heißt C3 eigentlich in Geld? Ich habe mich für Geld nicht so sonderlich interessiert. In dem Maße, in dem Sie geistige Interessen haben, haben Sie nicht so sehr materielle Interessen. 8.000 Euro heute vielleicht. Kommt man über die Woche mit, das ist gut. Nachdem er dann doch ein Zufall enttarnt worden ist, verurteilte ihn ein Gericht zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Das Gericht, vor dem ich vorher immer meine Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit die er auch bis zum letzten Tag absaß. Nein, das ist nicht wahr. Darf ich Sie jetzt korrigieren? Ja, deswegen sind wir hier. Ich bin nach 2/3 der Strafe wegen besonders guter Führung dann entlassen worden. Ich glaube Ihnen das. Gut, er wurde also wie gesagt von einem Gericht verurteilt zu einer mehrjährigen Strafe. Der vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Armin Nack, allerdings sagte über ihn, der Postel war der beste Gutachter. Gut, der Spiegel jedoch beschrieb ihn als, ich zitiere, Gaukler und Artistin als Albtraum. Zitat Ende. Für die Psychiatrie. Für die Psychiatrie, der Albtraum für die Psychiatrie. Die Wirklichkeit, so schreibt der Spiegel weiter, habe wieder einmal zugeschlagen und jede Erfindung so übertroffen, dass unglaubhaft erscheine, was tatsächlich passiert sei. Vielleicht, Herr Postel, geben Sie uns heute einen Einblick in den Menschen, Ihr Postel. Mit seinen Fehlern, mit seiner Erkenntnis, vielleicht auch anderen Menschen Schaden gefügt zu haben, Verletzungen zugefügt zu haben, aber auch einen Blick auf den Menschen, Herr Postel, jenseits aller klingenden Titel. Und einer Schilderung seiner Fähigkeiten, die, glaube ich, schon in der Begrüßungszeremonie hier bekannt geworden sind. Wir haben uns ja vorhin kennengelernt während der Autofahrt. Sie sind wirklich ein Menschenfänger, das zeichnet Sie, glaube ich, aus. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Lesung Hochstapler unter Hochstapler. Viel Vergnügen. Ich war dann in der Folge also forensischer gerichtlicher Gutachter bei diversen Strafkammern in Sachsen und habe diverse Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit erstattet und hatte da einen Antrittsbesuch bei dem leitenden Oberstaatsanwalt, 2 Wochen, nachdem ich meinen Dienst begonnen hatte. Und habe dem gesagt, wenn einer eine Straftat begeht, dann hat er ein Recht auf eine Antwort durch die Gesellschaft auf diese Tat, weil wie weiß ich, wer ich bin in dieser Welt, wenn mir Antworten durch laue Gutachten unterschlagen werden. Und da hat dieser Oberstaatsanwalt leuchtende Augen gekriegt und hat gesagt, Sie sind unser Gutachter. Und infolgedessen und in der folgenden Zeit habe ich ganz viele Gutachten geschrieben zur Frage der Schuldfähigkeit. Dann war ich Vorsitzender des Facharztprüfungsausschusses. Das war irgendwie auch lustig. Und Weiterbildungsbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer. Und in diesen Veranstaltungen habe ich gelegentlich Krankheitsbegriffe eingeführt, die es überhaupt nicht gibt, vor Psychiatern wohlgemerkt. Zum Beispiel die bipolare Depression 3. Grades. Das gibt es nicht. Und keiner hat eine Frage gestellt. Ja, verehrte Zuschauer, wir sind heute Abend in einem vollbesetzten Saal gewesen im Graf-Anton-Günther-Saal in Gefa
und haben die Lesung von Herrn Gerd Postel, dem ehemaligen Postboten, der als Psychiater tätig gewesen ist, als leitender Oberarzt in einem Krankenhaus, gehört und hatten eine sehr angeregte Diskussion in einem vollen Saal. Herr Postel, wie haben Sie den Abend empfunden? Also ich finde, dass ich hier, ich fand die Veranstaltung großartig. Ich fand das Publikum wirklich sehr großartig. Es hat sich hier im Gespräch im Anschluss an die Lesung eine Dynamik entfaltet, die ich ganz prima fand. Es war lebendig und das ist keinesfalls selbstverständlich. Und in jedem Fall habe ich das ehrlich gesagt auch nicht unbedingt erwartet, weil man ja davon ausgeht, dass man irgendwie emotional eher gefasster ist oder disziplinierter. Ich fand das sehr schön und sehr, sehr engagierte Diskussion. Und lebendig. Ich fand es toll. Ich fand es war ein wirklich gelungener Abend, der mir viel Freude bereitet. Und wenn dann noch die Leute aus dem Westen kommen und als Vorgesetzte dort sitzen, dann sieht die Sache nochmal in Stücken. Was wollen Sie jetzt eigentlich sagen? Ich wollte gerade Erklärung geben, weil mir gesagt wurde, ich bin unverschämt. Das war die Erklärung. Gut, okay. Psychiatrie ist ja keine, ist ja was sehr Schlichtes, ne? Ja. Und Sie müssen halt die psychiatrische Nomenklatur beherrschen und die lernt ein mittelbegabter Hauptschüler an zwei Wochenenden. Und wenn Sie doch, und psychiatrische Diagnostik ist ziemlich einfach. Es gibt ganz wenige psychiatrische Erkrankungen und bestimmte Symptome zu subsumieren ist nicht schwierig. Wer behauptet, das sei irgendwie intellektuell anspruchsvoll, ist entweder unbedarft oder Psychiater, muss das sagen. Der Schlüssel ist was ganz anderes. Das hat mich übrigens auch noch nie einer gefragt. Die Frage ist ja, wie kann das angehen, dass ein Postbote von der Straße kommt und dann solche Karriere da macht. Der Schlüssel ist Intuition. Und Intuition, eine fast kranke, ich glaube, ich habe eine sehr fast krankhaft, also jedenfalls sehr hochentwickelte Intuition und Hochsensibilität. Intuition ist weder lernbar noch lehrbar. Die haben Sie. Und das ist das Einzige, was Sie brauchen in der Psychiatrie, um da was leisten zu können. Und wenn Sie die nicht haben, können Sie die fehlende Intuition durch nichts ersetzen. Auch nicht durch einen Facharzttitel Psychiatrie-Neurologie. Geht nicht. Sie haben, wie war Ihr Umgang mit Patienten? Oder haben Sie irgendeine Anordnung empfohlen, was diesem Patienten gut täte? Ja, täglich. Was psychiatrische Oberärzte so tun. Ja, solche Erfahrung habe ich jetzt nicht. Naja, also ich war so weit, also ich erzähle Ihnen eine Sache, wenn Sie fragen, ich war gegen Fixierungen. Also das Fixierungen, das nennen Psychiater, also wenn Psychiater wehrlose Patienten ans Bett festbinden, das nennt man Fixierung. Ich war gegen Fixierungen, das muss man nicht machen. Ich war auch gegen Zwangseinweisungen zum Beispiel. Ich hätte als Psychiater damals, also ein Psychiater überhaupt, Sie haben, wenn Sie einem Psychiater begegnen, die Deutungshoheit über Ihre Emotionalität verloren. Dort, dass das so gravierende Auswirkungen hat, dass sich jemand das Leben genommen hat infolgedessen und dass Sie dann gemerkt haben, okay, hätte ich dort andere Kenntnisse gehabt? Nein, das ist überhaupt nie. Auch nie bezweifelt, dass es vielleicht infolgedessen passiert ist? Nein, natürlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Wollten Sie das anordnen, dass die Dosis dann geringer wird? Ja, klar, ich konnte alles. Ich war ja auch gegen psychiatrische Medikamente im Allgemeinen. Ich habe auch selber diese viele Sachen an mir selber getestet und es war wirklich verhängnisvoll, was ich da erlebt habe. Wie lange sind Sie an dieser Klinik gewesen? Zweieinhalb Jahre. Mhm. Und dann kam nur mal Zufall rausgekommen. Ja, es gab eine Ärztin, die in einem anderen Oberarztbereich war und mit ihrer DDR-Oberärztin nicht klarkam. Und die habe ich dann in meinen Oberarztbereich geholt. Und sie hat dann zu Hause in Bremen, also in meiner Heimatstadt, erzählt, sie sei jetzt im Oberarztbereich des netten Dr. Postel und er käme auch aus dem Westen, das sei großartig. Und deren Mutter hat meine Eltern gekannt. Und dann ist Folgendes passiert, das ist ganz interessant gewesen, das war am Wochenende, die ist dann am Montag zu meinem Chef gegangen und hat gesagt, ihr Oberarzt, Dr. Postel, ist in Wahrheit Postbote. Also ich meine, so, ich bin quasi, kind, ja. So, nein, also das hört sich jetzt blöd an, aber so Familie, die sagte, ihre Mutter ist früh gestorben, ihr Vater, hatten Sie denn noch Angehörige in Bremen, die sich gar nicht gefragt haben? Nee, eben, und aus der Situation des UFOs im Weltall, das also nirgends angebunden ist, habe ich mir auch leisten können, sowas, ich habe dieses Verhalten, diese Bewerbung ja als quasi suizidales Verhalten bezeichnet. Wie hoch war denn Ihre Strafe? Also was sind denn zwei Drittel von was? Vier Jahre. Wobei ich das interessant fand, vor zwei Jahren ist verurteilt worden eine ehemalige RAF-Terroristin aus Berlin, ich habe den Namen leider vergessen, wegen Anstiftung zum Mord am Generalbundesanwalt verurteilt das Oberlandesgericht Stuttgart zu 4 Jahren Haft.
Anstiftung zum Mord, 4 Jahre Haft. Gerd Postel, Staatsterrorist in Sachsen, 4 Jahre Haft. Aber ich beklag mich darüber nicht. Das war für mich eine äußerst wertvolle Zeit. Das war wie so eine, das war eine fundamentale Erfahrung für mich. Ja, wir haben Herrn Postel als sehr facettenreiche Persönlichkeit kennengelernt, als, ich glaube, am Anfang ist gesagt worden, als Menschenfänger, der sehr empathisch auf die Menschen zugehen kann und deren Gefühle aufnehmen kann. Ich glaube, das ist Ihnen heute Abend wieder einmal gelungen. Nicht zu vergessen, Ihre letztendlich erfolgreiche Tätigkeit, so muss man es doch sagen. Niemand hat während der Zeit Ihrer Tätigkeit die fachliche Qualifikation angezweifelt. Sogar ein ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof hat gesagt, der Postel war der Beste. Waren Sie das wirklich, Herr Postel? Ja, ist schwierig. Ich glaube, also ich weiß sicher nicht weniger über Psychiatrie als diese Ärzte. Dieser Vorsitzende Richter am Bundesgerichtshof, Armin Nack, hat das in der Tat gesagt. Ich hatte ein Obergutachten zu vertreten und hatte mich auseinanderzusetzen mit 2 Erstgutachten von 2 Professoren. Und der Senat, der Strafsenat, also der Bundesgerichtshof, ist meinem Gutachten gefolgt. Das freut mich und das ist ein Ritterschlag. Und das kann ich einfach so stehen lassen. Als Psychiater würde ich sehr schlucken, wenn das ein Richter sagt. Aber meine Achtung vor Psychiater oder vor der Psychiatrie, muss man sagen, die ist eigentlich auch nicht mehr da, nach allem, was ich erlebt habe. Was nicht ausschließt, und ich habe das erlebt, es gibt gute Psychiater, aber die nicht deshalb gut sind, weil sie Psychiater sind, sondern weil sie sehr anständige, gute, mitgefühlfähige Menschen sind. Und das finde ich ganz wichtig. Ich glaube, dass man letztlich, dass man Mensch ist, nur in dem Maße, in dem man fähig ist zum Mitgefühl. Und es ist nirgends so klinisch dreckig, dass es nicht überall auch Lichtschimmer gäbe. Auch in der Psychiatrie habe ich gute Ärzte kennengelernt, muss man sagen. Prima, ich danke Ihnen. Wir haben eine wirklich sehr angeregte, auch sehr kontroverse Diskussion gehabt. Und wie Herr Postel schon gesagt hat, das war eigentlich nicht zu erwarten. Befriedigt uns als Veranstalter, als Fresenia-Loge sehr. Und wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung, die wir dann in diesen Räumen durchführen können.